Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft-Let's Plays, der Auf die Grave-Instanz. Ja, in der vergangenen Folge haben wir die kleine Jauna nochmal ein bisschen verändert, dass es da nicht ganz so doll drin qualmt. Ich meine, so wie es jetzt ist, ist es absolut okay. Auch wenn die Geräuschkulisse nach wie vor ziemlich heftig ist. Genau, wir haben den kleinen Baum hier hingesetzt und die Palisade letztendlich auch vollendet. Also die ist jetzt eigentlich wirklich fertig auf dieser Seite, weil ganz vollständig ist die Palisade natürlich nach wie vor nicht. Da hinten auf der Seite, links von der Brücke fehlt da leider immer noch ein kleines Stück. So, es ist die Frage, womit wir heute weitermachen. Ich würde die Palisade da hinten erstmal noch offen lassen, das würde ich jetzt noch nicht machen. Erstmal gehen wir schlafen. Es gibt da schon ein paar Sachen, die abgehakt werden müssen. Ich meine, es würde einen Friedhof geben, den wir noch machen müssten, oder den ich ganz gerne noch machen möchte. Da haben wir auch schon einen Platz dafür. Die Abonnentenhöhle, die wird auf jeden Fall sehr zeitnah kommen. Ich weiß auch schon ganz genau wann. Und das wird auf jeden Fall wieder ein ziemlich langes Video, weil wir die einmal komplett durchziehen werden. Was haben wir dann noch? Ein Aussichtsturm. Der kann da mit hin. Und ich habe mir gedacht, dass wir da hinten, wo die Mine ist in dem Berg, dass wir auf dem Berg vielleicht auch nochmal einen zweiten Aussichtsturm hinsetzen könnten. Was gibt es noch? Ja, das Feld vor der Siedlung. Ein Wald. Da müsst ihr dann nochmal gucken, wo der hin soll. Also da habt ihr mir das bisher ja noch nicht geschrieben, was ihr von dem Wald haltet. Da war ja von mir so die Überlegung, dass wir den Wald vielleicht da auf der Seite machen. Wir können natürlich auch ein bisschen weiter weg setzen, das spielt da keine Rolle. Wir können ja auch auf die andere Seite von dem Berg setzen. Genau, und der Villager Breeder, der ist ja auch, der muss ja auch noch angegangen werden. Den haben wir auch noch nicht. So. Ja, aber das beantwortet jetzt natürlich noch nicht die Frage, wie wir heute weitermachen, ich weiß. ich würde sagen, wir kümmern uns heute um das Terrain weiter und um die Wege. Das heißt, ich werde jetzt gleich erstmal einen Haufen Schnee wegschütten, dass wir da vernünftig das Zeug bearbeiten können. So. Das heißt aber auch, dass wir den ganzen Schneebälle wahrscheinlich auch bald zu Schneeblöcken machen müssen. Da werden jetzt noch so einige Schaufeln bei draufgehen, vermutlich. Na, mal gucken. Also heute ist wirklich Pflanzen. Ja, generell die Botanik ist heute dran. Und zwar da, wo noch was fehlt. Also da hinten bei dem Stall. Also beim Ziegenstall und der Sauna. Davor. Dann müssen die noch angeschlossen werden mit Wegen. Und den Baum bei der Schmiede, den können wir auch noch setzen eigentlich. Das ist so der Plan für heute. So, dann haben wir noch ein bisschen Erde und Knochenmehl. Die Erde kann da wieder mit rein. Ja, wisst ihr was, den Rest kann ich auch eigentlich auch da lassen. Ich brauche auf jeden Fall noch mal eine Schaufel. Weil der Schnee ja schon ein bisschen Schaufelkapazität frisst. So. Zack. So. Wer weiß, vielleicht werde ich ja nochmal angegriffen irgendwann. Halt. Ich wurde daran erinnert, mir vielleicht einen kleinen Eimer zu basteln, wenn ich in ein Dorf reingehe oder sowas, dass ich dann bestenfalls den Bad Omen-Effekt loswerde. Nicht, dass wieder sowas passiert wie beim letzten Mal. Es ist die Frage, geben Ziegen eigentlich auch Milch? Also, ja klar, in der Realität schon, aber hier in Minecraft? Aha! Wir haben Ziegenmilch. Hä? Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt wieder bloß drei. Ich war nämlich vor ein paar Folgen, nur noch drei Ziegen. Die eine Ziege, die das Horn verloren hatte, war nämlich irgendwie nicht mehr da. Das hat mich sehr, sehr verwirrt. Deswegen habe ich eine neue gezüchtet, dass wir wieder vier haben.
So, wo fangen wir denn an? Ich denke mal, wir machen hier erstmal die Wege. Natürlich habe ich jetzt das Zeug wieder nicht da. Mann, 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 Mann. Na gut, dann sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen Wegematerial holen. Oder wollen wir erstmal frei. Ja, wir schaufeln erstmal frei. So schnell kann es gehen. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass auch die eine Schaufel, die ich jetzt neu gebastelt habe, nicht ausreichen wird. Upsala. Ich meine, klar, ich könnte natürlich auch den Schnee einfach so wegnehmen, aber warum? Wir können ihn ja auch mitnehmen und da draußen vielleicht irgendwann irgendwas basteln oder ich weiß nicht. Vielleicht verschlägt es uns ja doch nochmal irgendwann ins Deep Dark und dann hätten wir die Möglichkeit mit dem, na, uns den Warden vom Hals zu schaffen. Eigentlich müssten wir hier noch irgendwas ans Haus ransetzen, ne? Das ist noch so leer. Aber das kommt ja jetzt auch noch. Also das machen wir jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Ich wollte nur gucken, was. Das hier könnte unter Umständen wieder ein bisschen angehoben werden. Das müssen wir mal sehen. So, und schon ist die Schaufel dahin. Schade, schade, schade. Ging viel zu schnell. Ja, wisst ihr was? Den Rest lassen wir so. Ich brauche jetzt nicht alles, den kompletten Schnee wegschaufeln. Naja, das wäre wirklich zu viel. So, mit O. Dann holen wir uns noch ein bisschen Wegmaterial. Und basteln vielleicht vorher noch mal ein paar Schneeblöcke. Werkbank. Da hinten. Hätte ich ja gar nicht gebraucht. Ich trottel. Na gut. So. Wie viel Platz waren da überhaupt noch? Egal. Ups. So. Da war die Schneeblöcke wunderbar. So, dann brauche ich das Wegematerial. Das wäre nicht da. Das wäre hier drin. Einmal Grobus Erdus und Wurzel. Und natürlich wieder ein bisschen Granit. Da ist Granit. Die stufen wir am besten. Und na, nehmen wir uns vielleicht nochmal einen Stack normalen Granit mit. Die Säge von Steiner, die ist glaube ich da hinten noch, oder? Ja, müsste noch alles da liegen. Okay, aber eine Schaufel brauchen wir trotzdem nochmal. So, eins, zwei. Kann schön rumgeschaufelt werden. Ja! So. Eine Schaufel. Zack, wunderbar. So. Dann fangen wir mal an. Ich hätte eigentlich die Erde auch gleich mitnehmen können. Andererseits kommt jetzt sowieso ein bisschen Erde weg, wenn wir hier lang basteln. Grunz, genau. Mäh. Wie ziehe ich jetzt den Weg da am besten lang? Das ist jetzt die große Frage. Mäh, genau. Das Schaf sagt auch, fang endlich an. Das dauert viel zu lange mit dir hier. Okay, dann. Ja, ist gut, ich mach doch schon. Mensch. Ich weiß, ja, ich weiß, Schaf, du möchtest auch nach wie vor noch deinen Stall haben, ne? Damit du hier nicht die ganze Zeit draußen frieren musst. Der kommt noch. Ja, ich weiß, der kommt noch irgendwann. Ach, das tut mir wirklich leid um dich, Schaf. Irgendwie kriege ich das aktuell nicht so wirklich hin. Ja, machen wir es vielleicht lieber so. Jo. Da machen wir das dann vielleicht so. Na. Und auch so. Und dann sind wir da sowieso dran. Ja, scharf. Das tut mir so leid. Fang jetzt bitte nicht an zu weinen, sonst weine ich hier auch noch. Mensch. Armes Schaf. Ja.
ganz alleine da, kein Freund, kein Stall, einfach. Ja, ich weiß, Schaf, du hast einfach gar nichts, ne? Ich bin auch echt ein böser Bub. Oh Mann. Das kann doch so nicht weitergehen. Ja, wisst ihr was? Ich habe noch ein bisschen Knochenmehl da. Könnte ich ja hier gleich drin verteilen. Zack, yay! So. Na, wunderbar. So, dann ziehen wir den Weg hier mal ein bisschen weiter. So, wenn hier und da so ein paar Grasblöcke reingehen, ist gar nicht so schlimm, das ist sogar erwünscht. So, und dann so noch ein bisschen und so. Und da vielleicht noch einen hin und dann könnten wir da noch ein paar Granitplatten hinsetzen. 1, 2, 3 bräuchten wir da. So. Granitus Platus. Stufen sind das ja, nicht Platten. Okay, setzen wir da eine Stufe hin und da eine und da eine. Hier ist schon genug Granit. Das kann man wunderbar jetzt mit den verschiedenen Erden auffüllen. So. Ja, ich denke, das passt. Und dann müssen wir hier noch irgendwie rumkommen. Das heißt, der schöne Stein ist wieder weg. Und es wird dunkel. Und im Dunkeln ist ja gut munkeln. Ne? Nee, die ganzen Monster kommen ja dann wieder. Also ich hoffe ins Bett. Das grüne Bett, ja. Und was trinken bei der Gelegenheit? Ich habe mir jetzt aber vergessen, was ins Glas zu kippen. Also einen Moment. Geht gleich weiter. So. Na, nee, da, doch, da wollte ich jetzt weitermachen, genau. Da haben wir hier noch das kleine Stück, was noch angeschlossen werden möchte. Heißt natürlich auch, dass ich den eigentlich hätte da lassen können. Da könnte eine Stufe hingesetzt werden. So. Dann nehmen wir den vielleicht auch mal weg. Und die beiden. Ja, komm, nehmen wir den auch mal weg. Und dann passt das schon. So. Ein bisschen Wurzel und grob. Und. Ah, meint ihr noch mehr grob? Noch grober und wurzelig. Da kommt man ja auch so ein bisschen rum. Jo. Jo, ich denke, das ist okay so. Da könnte man hierhin vielleicht noch einen kleinen Abstecher machen. So vielleicht. Wurzel und grob. Eigentlich wäre es da besser, wenn das normale Erde ist. So, da wächst da Gras wieder drüber. Muss ich mal wieder Gras über die Sache richten. So, gut, dann hätten wir den Bereich da jetzt auch soweit fertig. Hier könnte man rein theoretisch ein bisschen Knochenmehl hinschmeißen. Na, vielleicht so. Okay, und jetzt müssen wir überlegen, wie wir den Weg jetzt da anschließen. Eigentlich könnte man so da hochgehen. Oder nicht? Oder doch? Ach, ich weiß nicht. Also das Loch hier muss auf jeden Fall gefüllt werden. Das ist leider Gottes ein bisschen zu tief. Ich meine, wäre es hier jetzt nicht so verschneit, dann hätte man hier wunderbar einen Teich reinsetzen können, aber ich glaube, das hatte ich sogar schon mal angekündigt. Beziehungsweise, davon war ja schon mal die Rede. Aber der würde hier leider sofort einfrieren. Deswegen, leider nicht. Ja, aber so ein richtig schöner Teich, den würde ich schon noch ganz gerne irgendwo hinsetzen. Aber es darf da halt einfach nicht schneien. Das ist einfach das große Problem. Sonst haben wir einen See, wo wir Schlittschuh drauf fahren können. Oder einen Teich. Ich meine, ist auch nicht schlecht. Ich kann zwar nicht Schlittschuh fahren, aber ich kann auch nicht Inlineskaten. Ich weiß irgendwie, bin ich da nicht wirklich in der Lage zu. Mein Gleichgewichtssinn ist da jetzt nicht sonderlich ausgeprägt.
Gut, mir fehlt doch einfach die Übung, dann würde das vielleicht auch irgendwann funktionieren. Jo, ja gut, wenn ich das Terrain hier gerade sowieso so ein bisschen anpasse, dann kann ich das hier auch ein bisschen langziehen. So. Dann hat man da auch ein bisschen mehr Platz dran. Und dann kann man den Weg jetzt hier einfach quer durchziehen. So ein bisschen rum. Das hier könnten wir dann auch ein ganz kleines bisschen anpassen. Na, mal gucken. Erstmal da drüben jetzt den Weg weiter. Na toll, jetzt habe ich da die Erde hingepflanzt, obwohl die eigentlich da wegkommt zum Teil. Na, nachdenken, Junge. Dreierwege habe ich, oder? Also klar, der Hauptweg ist 5, aber die anderen sind, glaube ich, 3 gewesen. Ja, wunderbar. So, 1, 2, 3. So, so vielleicht. Dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Ja, das sollte eigentlich als Wegverlauf absolut okay sein. Das ist nur die Frage, wo wir hingehen. Also, wie genau wir da jetzt hingehen. Ich könnte jetzt hier mit dem Weg einmal so ein bisschen rumgehen, dass wir dann so einen kleinen Weg bloß so zu unserem Fass haben. Ja, oh, ist so kalt draußen. Und hier viel zu heiß, Hilfe! Ja, ich sollte mich vielleicht erstmal ein bisschen entkleiden, bevor ich da reingehe. Ach Mensch. So, ja, dann könnte man den Weg jetzt wirklich da so ein bisschen rumziehen. Also schon mal ein bisschen die Kurve andeuten. Wir müssen die Kurve kriegen. Ja, wir können da bis dahin erstmal den Weg setzen. Grobe Erde, Wurzelerde. Natürlich habe ich jetzt wieder gar nichts mehr. Ich hätte mal ein bisschen mehr grobe Erde machen sollen wieder. Ja, machen wir fix. Ja, danke. Ich habe da ja nicht irgendwie gerade. Ach, ist auch egal. Also, es wäre mir lieber gewesen, wenn ich angefangen hätte mit dem Niederschlag, wenn ich hier fertig bin an der Stelle. Ich meine, Regen ist ja kein Problem, aber der Schnee, der schneit mir wieder alles voll. Ich mag Schnee, keine Frage. Und gegen den schönen Schneemann habe ich auch nichts. Ne, warte mal, wie war das? So und so? Ja. Jetzt haben wir mehr als genug grobe Erde. Ab in den Schnee. Yay! Und schon wird. Und schon schneit ja alles zu. Ach ja. Erstmal wieder wunderbar die grobe Erde verteilen. Ich weiß nicht, irgendwie fange ich ja fast immer mit der groben Erde an, wenn ich so die Wege setze, oder? Fällt mir gerade so auf. So. Und dann wieder ein bisschen Wurzel. Na, da ganz gerne, danke. Ups. Ja, und den Rest noch wieder mit Granitplatten auskleiden. 1, 2, da auch nochmal einen hin. Und hier und da. Und dann muss ich wieder ein neues Bastel in einen neuen Granit schneiden. Ups. Granit, da will ich. Granitus. So. Granit, da noch mehr Granit und da auch. Und hier. Wunderbar. Jetzt sehen wir später den Weg gar nicht mehr, weil er sich voll schneit. Ah ja, was soll man machen, ne? Kann man leider, leider nicht ändern. Ja, aber das ist echt doof, ist hier jetzt an der Stelle. Ich sehe jetzt gar nicht, wo ich da lang gebaut habe. Mann. Geh weg, Schnee.
Muss ich jetzt mal Fackeln hinstellen, damit da kein Schnee wäre. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Der schmilzt mir den Schnee ja so ein bisschen. Das könnte dann vielleicht wohl ungefähr der Verlauf werden. Von dem Weg. Ja, doch, doch. Und dann zweigen wir hier was ab. Das geht dann daran. Wo baust du hier eigentlich die ganze Zeit rum, ne? Da sind wir wieder bloß drei. Oder verstecke ich eine Ziege? Da sind wieder bloß drei Ziegen. Warum? Glitschen die hier irgendwo durch oder was ist hier los? Also okay, finde ich das jetzt nicht. Ich will vier Ziegen haben. Ich werde gleich geschubst. Na. Oh. Genau, meh. Nee, wirklich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wo die ganzen Ziegen hinlaufen. Wie die da wegkommen. So. Und so könnte dann vielleicht der andere Weg verlaufen. Aber jetzt sollten wir erstmal schlafen gehen. Ich glaube nämlich, dass es gerade dunkel wird. Nee, doch noch nicht. Okay. Dann können wir weiter bearbeiten. Yay! So. Der Weg führt hier lang. So. Ja, muss ich da jetzt wirklich noch was hinsetzen? Ist das schlimm? Ja, dann setze die meinetwegen auch da hin, damit es wirklich weggeht. Heieieiei. So besser. Genau, und jetzt ist es natürlich dunkel. Ey, ich hasse das Wetter hier. Mann. So, gute Nacht. Weiter geht's. Yay! Naja, jetzt ist zum Glück das Wetter wieder zurückgesetzt, aber mich regt das gerade schon so ein bisschen mit den Ziegen auf. Ich weiß echt nicht, wo die hin verschwinden. Oh, ich finde das Gemecker der Ziegen irgendwie total süß. So, gehen wir da jetzt ein bisschen rum. Ist nur die Frage, wie. Schaufel, die brauche ich nochmal. So. Und dann könnte man da eigentlich hochgehen. Naja, aber der Weg ist ja eigentlich drei breit. Dass das dann letztendlich jetzt der Weg wird. Dann kommt da natürlich wieder einer hin, damit hier die Platten hinkommen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das sogar so, dass die Platte erst dahin kommt. Dahin. Dann ist hier nochmal Weg. Ja, ich glaube, das ist so besser. Okay, grobe Erde. Ups. Nicht normale Erde. Grobe Erde, danke.
Die hier. Sie hat ordentlich mit direkt durch die Gegend geworfen. Oh Mann. Mach das nicht. Wenn Dreck ins Auge kommt, das ist gar nicht schön. So. Dann da auch nochmal zwei. Wunderbar, dann geht der Weg da jetzt so ein bisschen rum. Dann hier rüber. Wenn er dann da mal rüber geht irgendwann. Aber ich würde sagen, wir schlichten erstmal den kleinen Weg hier zum Ziegenstall an. Ja, genau, ihr kriegt jetzt euren eigenen Anschluss. Euren eigenen Anschluss, aber ich würde mir dafür ganz gerne mal eine Schaufel basteln. So, eine neue Schaufel. Dann gucke ich eigentlich mal unten in die Kiste, um die Stöcke zu finden. Ach man. So. Und so. Da ist die Schaufel. Ja, auch wenn Wege, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt so spannend ist, wie man Wege baut oder wenn man Wege baut, das muss aber leider sein. Ich meine, man könnte natürlich sicher das auch ganz einfach machen und hier einfach eine Schaufel schnappen. Was ich auch noch machen werde, aber nicht hier in der Siedlung, das wird dann im Außenbereich. Und das wird dann auch keine rein geschaufelte, kein reiner geschaufelter Weg, sondern kriegt dann hier und da dann auch nochmal ein bisschen. Ja, noch ein bisschen anderes Material reingesetzt. So, können wir da vielleicht mal eine Schaufel hinsetzen und da meinetwegen eine Wurzelerde. Und da grob und so vielleicht. Ja, hier können wir vielleicht auch mal eine Granitplatte hinsetzen. Wurzel und grob. Und grob und Granit. Gucken wir mal, geht das so als Weg oder? Ich glaube, ich würde den hier sogar mal wegnehmen. Und den hier. Und daraus nochmal eine grobe Erde machen und da nochmal eine Platte hinsetzen. Dann haben wir einen zwei breiten Weg hier. Ist vielleicht okay. Jo, doch. Kann man hier nochmal eine Probeerde hinsetzen und hier vielleicht nochmal eine Wurzel des Erdes. Ne, komm, da fällt auch nochmal was. Ja. So, ist in Ordnung. Eigentlich kann man das hier auch nochmal machen. So. Perfekt. Ja, und jetzt brauchen wir noch einen kleinen Weg hier hoch zur zum Räucherfass. Nein, zur Eule. Auch wenn das jetzt mit dem Bandelsand an der Seite nicht mehr ganz so eulig wirkte. So, setzen wir vielleicht da die Stufen hin. So, ich brauche noch mindestens 4 Stufen. Vermutlich eher, upsala, vermutlich eher 5 oder 6 oder so. Mal gucken. Ich finde es echt schade, dass man aus Erde nach wie vor keine Stufen machen kann oder Treppen. Das wäre so schön. Oder was auch total schön wäre, wenn man aus Glas irgendwelche Stufen oder Treppen machen könnte. Da könnte man sich auch ein richtig, richtig schönes Gewächshaus auch bauen. Naja. Vielleicht bringt Mojang das auch irgendwann, ich hoffe. Das wäre auf jeden Fall auch wieder eine schöne Bereicherung. Und ich glaube, einige von euch würden sich da auch sehr darüber freuen, über ein paar Glastreppen und sowas. Ach ja, vielleicht haben wir ja Glück und das kommt irgendwann. Aber ganz ehrlich, ich glaube da nicht wirklich dran. Ne? So, der Weg zur Sauna. Ist schon ein bisschen mehr begangen. So, wo haben wir die? Ach ja. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass ich hier für den normalen Weg auch noch Stufen brauche. Oh Mann.
So, da. Die neue Runde, neues Glück. Da einen hin und da einen hin. Dann nehmen wir die weg. Und füllen das hier auch nochmal fix auf Globus Erdus und Wurzel von Erde. Da kommt da einer hin und da machen wir nochmal normale Erde hin. Das passt. Und hier kann das auch nochmal langgezogen werden, der Weg. Das Weg, ja, ich weiß. So. Wurzelerde. Da vielleicht auch nochmal, dann können wir da nochmal eine Granitplatte hinsetzen. Dann haben wir auch einen kleinen schnuckligen Weg nach oben. Das ist doch wunderbar. So, setzen wir die Fackel nochmal fix um. Damit der Schnee hier verschwindet. Den braucht da keiner. Den Schnee lassen wir da. Den Schnee können wir auch da lassen. Aber hier würde ich dann vielleicht nochmal irgendwo irgendwie einen Baum oder sowas hinsetzen. Hier muss der Schnee auch nochmal weg. Und hier auch. Da kommt nämlich noch anderes Gestrauch hin. So. Und hier natürlich auch. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier noch irgendwie den richtigen Anschluss machen an das Haus. Der fehlt ja aktuell noch. So. Na, eigentlich reicht das ja voll aus, wenn man da jetzt einfach die Stufen hinsetzt und. Ich meine, mehr kann man da jetzt sowieso nicht machen. So. Machen wir es vielleicht so. Ein bisschen Wurzelerde und Granitplatte. Oh. Ich habe gar keine Wurzelerde mehr dabei, ne? Nur noch Granit. Und Grobus. Naja, nicht so schlimm. Okay, dann hätten wir da einen kleinen Weg nach oben. Und das wird wieder dunkel. So, was legen wir uns hier drunter? Legen wir uns da Heu drunter vielleicht? Einen kleinen Heuballen? Oder Kürbisse, die wären auch nicht schlecht. Oder Melonen, aber wir haben aktuell noch keine Melonen da. Ich glaube, da würde ich ein paar Kürbisse hinlegen. Ups. Und auf die anderen Seite vielleicht ein bisschen Heu. Ja, gar keine so schlechte Idee. Und da drunter setzen wir vielleicht Kies? Ja, warum nicht? Kommt in eine Mischung aus Kies und Andesit hin. Wo wir das Zeug dann draufschmeißen. Joa. Und hier auf der anderen Seite auch. Naja, Kies und Andesit, die passen eigentlich richtig gut zusammen, deswegen würde ich die beiden schon ganz gerne nehmen. So, wie weit kann ich denn hier gehen? Ja, komm, nehmen wir den auch mal weg. Ja, das. Und den auch. Ist so, okay. Dann nochmal viel schlafen gehen. Ja, ich will rein. Und was trinken natürlich. So. Ja. So, also was wollte ich haben? Granit? Nee, nicht Granit. Andesit und Kies. Vielleicht könnte man da noch ein bisschen Bruchstein mit reinarbeiten. Na, mal gucken. Erstmal Andesit. Und Bruchstein. Ja, könnte passen, könnte aber auch schon zu viel sein. Müssen wir gleich mal sehen. Und Kies. Na, mal sehen. So. Ja, ich weiß, dieser Weg hier muss eigentlich auch noch weitergeführt werden. Ne? Aber das kommt noch. Erstmal möchte ich jetzt das hier machen.
So, verteilen wir erstmal ein bisschen Granit und Granit sag ich schon, Andesit und Kies hier. Ich weiß nicht, wir können ja den mal austauschen und gucken. Ich würde sagen, das geht auch voll klar. Ja, das passt da wunderbar rein. Genau, perfekt. Und hier dann auch nochmal ein bisschen da einen hin und da einen hin und vielleicht da einen hin. Und ein bisschen Andesit dazu. Zack. Und den Rest können wir mit Kies auffüllen. Perfekt. Oh, das letztendlich ist die Lagerfläche, wo wir dann ein paar Kürbisse und Heuballen und sowas hinlegen können. Auch wenn die ja eigentlich hier im Bauche des Cornelius von Speicher liegen sollten. Da hinten habe ich die an den Kürbischen gelegt, oder? Aha. Nehmen wir gleich mal alle mit, mal gucken, wie viel wir brauchen. Und davon brauche ich auch noch ein bisschen mehr. So. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Eigentlich möchte ich dann ja sowieso auch doch bald mal nochmal das Weizenfeld abernten. Wir haben ja kaum noch was da. Aber ich würde sagen, das ist eine Sache, die kann ich, um die kann ich mich offscreen dann kümmern. Ja, dann haben wir da ein paar Kürbisse liegen und hier ein bisschen Weizen. So, und den vielleicht so hinsetzen und den so nochmal. So. Hat das Schaf ein bisschen was zu futtern. Solange es hier noch steht. Und wartet. Arme Schaf. So. Na, vielleicht noch ein bisschen mehr dran. Und dann vielleicht auch nochmal. Na, wobei ich den vielleicht hier hinlegen würde. Vielleicht sogar so rum. Ja, perfekt. Okay, dann können wir jetzt die Fackeln eigentlich wieder weg. Und da können wir den einen oder anderen Busch hinsetzen, vielleicht. Und ein paar Pflanzen. Ja, den Busch jetzt nicht, weil da wird dieser Schaf dran aufhängen. Das ist nicht so schön, aber ich würde sie trotzdem ganz gerne mal irgendwo hinsetzen. Ah, da habe ich welche. Vielleicht da einen hin. Ja gut, der Symmetrie wegen da auch nochmal einen hin. Okay. Dann hätten wir das. Und jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Fichtenlaub, dass wir da noch irgendwo einen Busch hinsetzen können. Und wieder ein bisschen Knochenmehl. Mann, 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 Mann. Das wird doch wieder ein langes Video heute. So, Fichtenholz, Laub. Nehmen wir das so lange. Na? Boah, jetzt muss ich jetzt vielleicht ein, zwei kleine Büsche, vielleicht auch drei mal gucken, was der Platz so hergibt. Ich meine, man könnte sich auch einfach wieder einen Baum hinsetzen nochmal. Wir haben sowieso viel zu wenig Bäume hier. Oder einfach einen dicken, fetten Fels oder sowas. Ja, wobei ich einen Fels jetzt, glaube ich, hier nicht hinsetzen würde. Nee. Hier kommt eine Busch hin. Joa. Und vielleicht auch nochmal ein kleiner. Zack. So vielleicht. Boah, warum auch nicht? Und da kann man sich hier nochmal einen Busch dran setzen. An den Fels. Upsala. So. Könnte man sogar noch höher gehen.
Ja, wunderbar, dann hat man das an der Stelle jetzt auch soweit. Dann kann man hier nochmal ein bisschen das Zeug wegnehmen und nochmal mit Knochenmehl durch die Gegend werfen auf der Seite des Weges. Und hier natürlich auch. Und hier auch. So, na dann. Schmeiß. Und schmeiß. Das ist einfach wieder so dermaßen überwuchert. Das ist echt schlimm. Also teilweise muss man hier wirklich sehr viel ausdünnen. Das ist schon manchmal gar nicht so schön. Also, der viel zu viel. Mann, Mann, Mann. So, das hohe Gras passt da an der Stelle gar nicht. Muss ich ein bisschen rasen. Man. Okay, der war schlecht. Ja, das tun wir so lassen. Dann gehen wir noch ein bisschen rum. Ja, der kann auch so bleiben. Nehmen wir die nochmal weg. Die Fackeln, die brauchen wir da ja jetzt nicht. Nicht mehr. So, wir haben ein bisschen ausdünnen, wie es scheint. Den nochmal weg. Okay. Eigentlich hätte man hier auch ein kleines Blumenbeet hinsetzen können, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, das ist ja letztendlich schon ein. Ein kleiner Glaubensbereich. Ich glaube, das wäre. Na, ich glaube. Wenn wir jetzt ein paar Pflanzen hätten, ein paar Blumen. Aber nicht die kleinen. Am besten die großen hier. Die Flieder und Rosen und Pfingstrosen. Wären eigentlich echt super, aber ich mag sowas gar nicht. Oh Mann. Die würden da gerade so gut hinpassen. Ach, Scheiße. Ich will die da jetzt haben. Nee, also jetzt mal ernsthaft, ich will die da jetzt haben. Ach, Scheiße. Okay, wir können das Blumenbeet an sich schon mal vorbereiten, dass wir da ein bisschen einen kleinen Kranz aus bemoosten Bruchsteinstufen ziehen. Und dass wir dann dahinter wirklich die großen Blumen setzen. Um die großen Pflanzen werde ich mich dann auf jeden Fall offscreen kümmern. Also ich werde dann mal gucken, dass ich welche finde und dann herholen. Eigentlich kann man das ja auch alles wegnehmen. Dann kommt hier auch das Blumenbeet hin. Der Busch kann da bleiben. Ja. Oh Mann. Wäre ich da mal früher drauf gekommen. So. Ja, meinetwegen hier und da noch eine Treppe reinsetzen. Das könnte ja vielleicht gar nicht schaden. So vielleicht. Boah, ziehen wir uns jetzt so ganz grob so ein kleines Ding dahin. So, und dann. Hier, upsala. Da vielleicht noch mal einen. So, und vielleicht so dann weitergehen. Und dann stehen dahinter einfach die ganzen Pfingstrosen und Fliederpflanzen und keine Ahnung, je nachdem, was ich finde. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, welche Pflanzen ihr da am schönsten findet. Von den großen. Ob jetzt eher Flieder oder eher Rosen oder vielleicht auch eher die Pfingstrosen. Das würde mich echt mal interessieren, was euch da jetzt am besten gefällt. So, wie viele brauchen wir noch? Ja, vielleicht noch eine Treppe da irgendwo rein. Hier vielleicht. So, dann könnte da nochmal eine Stufe reingesetzt werden. Aber jetzt wird es ja wieder dunkel. Oh.
So, wir brauchen eine Stufe und eine Treppe. Eine Treppe und zwei Stufen, ja, ich weiß. So. Setzen wir die Treppe dahin und die Stufe dahin. Wunderbar. Jetzt fehlen noch die Pflanzen da drin. Was aber natürlich auch heißt, dass die Bärenbüsche dann wieder weg können. Ach ja, ich habe ja noch welche in der Tasche gehabt. Die könnte man dann vielleicht davor setzen, so ein bisschen. Und hier und da vielleicht. Ja, und den Rest kann ich jetzt wirklich wegernten, weil da ja dann die anderen Pflanzen sind. So, und hier natürlich auch nochmal. Upsala. So viel wollte ich eigentlich nicht wegklopfen. Naja, gut. Man kann natürlich da dann zwischen die großen Pflanzen dann auch noch ein bisschen hohes Gras setzen oder den hohen Farn. Das wäre auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Ich kümmere mich da sogar jetzt sofort drum. Einen Moment, wir haben es gleich in der Tasche. Ja, wobei, wisst ihr was? Nee. Ich habe die Aufnahme zwar gerade kurz angehalten, damit ich offscreen, oder ja, damit ich weiterlaufen kann oder das Zeug generell holen kann, aber ich glaube, das machen wir doch lieber zusammen. So, gut, dann machen wir jetzt aber hier den Weg weiter. Das passt ja alles soweit, das haben wir jetzt soweit vorbereitet, dass wir die großen Pflanzen reinsetzen können. Hier fehlt dann letztendlich noch ein schöner großer Baum. Aber ich glaube, die beiden Bäume machen wir dann doch eher in der nächsten Folge. Wir ziehen jetzt nochmal den Weg hier fertig, auf jeden Fall. So. Drei stark werden muss das Ding da. So. Okay, da fängt das Gras wieder an. Ja, ist die Frage, wie weit wir da jetzt überhaupt gehen wollen. Ach du Schreck, da vibriert das Handy. War aber nichts Wichtiges. Okay, dann einmal wieder... Ach ja, ich habe immer noch keine Wurzelerde in der Tasche. Ist jetzt die Frage, habe ich überhaupt noch welche? Ich weiß es gar nicht mehr. Nuxela, nicht da. Okay, das ist normale Erde an der Stelle. So. Mach das mal so und meinetwegen so. Und da muss ich mal fix gucken, ob ich noch Wurzelerde habe. Wurzelus Erdus, bist du da? Ja, ganz viel sogar. Ist das schön. Ja, ich weiß nicht, Wurzelerde hat wirklich eine richtig schöne Textur. Passt wunderbar zu dem... Ja, eigentlich passt wirklich alles, allgemein alles wunderbar zusammen, was ich jetzt habe. Für meinen Geschmack jedenfalls. Ihr seht das vielleicht ein bisschen anders, das könnt ihr auch gerne tun. Jeder hat jetzt seinen eigenen Geschmack. Das nehme ich auch niemandem übel. Ich meine, vielleicht denkt ihr euch auch, was baut der Typ da für einen Scheiß. Könnte ich auch absolut verstehen. Wie gesagt, jeder macht das so, wie er es für richtig hält, beziehungsweise wie er es am schönsten findet. So, die müssen eigentlich sogar weg. Ja gut, brauchen wir noch ein bisschen mehr Granitplatten. Stufen. Ach. Es sind halt Platten, so. Ups. Granit. Aua. So, dann hier nochmal ein Granit. Und da Granit. Und da vielleicht auch nochmal. Und hier. Und dann machen wir den Weg hier ein bisschen brighter.
Ah, Kohle. So, die beiden müssen natürlich auch mal weg, damit da die Granitplatten hin können. Ach, das ist so schade, dass wir bloß Granitstufen haben, ihr Mann. Naja. Es ist halt so. Was soll man machen? Außer sich beschweren, was ja dann am Ende auch nichts bringt. So, grobe Erde. Na, vielleicht so. Und dann kann da nochmal Granit hin. Und da auch. Wunderbar, da kann man hier so ein bisschen rumgehen. Ja, das ist ganz gut. Ich meine, das ist ja dann letztendlich auch ein leichter Zugang zur Abonnentenhöhle, ne? Die ja hier noch hinkommt. Der Eingang dazu, jedenfalls. Aber den Schwierigkeitsgrad kann ich auch wieder umstellen. Okay. Jo, Weg haben wir. Das haben wir auch soweit. Mal gucken, haben wir jetzt eigentlich alles soweit erledigt? Da steht auch. Schwein, wo ist das andere? Da ist das andere Schwein, okay. Und das dritte Schwein ist auch da. Schaf. Ja, eigentlich haben wir es dann nicht so weit. Ich kann vielleicht die Fackeln wieder wegnehmen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Andererseits, vielleicht fängt es ja dann wieder an zu schneien, wenn ich da das diesmal wieder arbeite. Ja, man kennt es ja. Das ist echt schlimm. So. Ja, doch, das ist okay so. Habe ich hier noch irgendwo Fackeln stehen? Ja, da oben ist noch eine Fackel. Zack. Ja, wenn es hier so ein bisschen voll zugeschneit ist, ist es gar nicht so schlimm. Aber hier könnte man vielleicht noch ein bisschen Gras ansetzen. Aha. Also eigentlich wäre mir da hohes Gras ein bisschen lieber, genau. Und hier vielleicht auch noch ein bisschen. Die beiden wieder weg. Ja, wunderbar. Wie viele Ziegen haben wir aktuell hier drin? 1, 2, 3. Ja, 4. Das ist gut. Sind alle noch da. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir die Folge jetzt für heute beenden. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier dann vielleicht einen Baum hin und da hinten zur Schmiede den anderen Baum, also hier auf diese Ecke. Genau, das ist dann so der Plan für die nächste Folge. Also mindestens das. Dann müssen wir mal gucken, ob wir dann das nächste Projekt schon so leicht angehen. Okay. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann müssen wir auf jeden Fall wirklich mal gucken, dass wir hier die Blumen herkriegen. Vielleicht machen wir das auch einfach in der nächsten Folge. Okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.